Drei Übungen, die deine Lunge regenerieren. Ist das denn überhaupt möglich? Ganz klar. Also die Lunge kann sie nicht ganz normal wieder regenerieren. Wenn sie einmal kaputt ist, dann ist sie auch in der Regel geschädigt und hat eben auch langwierig Probleme. Es gibt dazu mittlerweile aber Studien, dass sich die Lunge und das Gewebe da in dieser Lunge gut regenerieren kann. Es passiert zwar langsam und man muss natürlich schauen, was da für Risikofaktoren immer noch bestehen, ob immer noch geraucht wird, ob andere Risikofaktoren wie Gifte oder ähnliches dort bestehen, aber man kann positiv auf die Lunge einwirken. Und gerade Sachen, es ist nicht nur die Lunge, die allein diese Atemprobleme ausmachen, sondern im Gegenteil, es gibt noch viele weitere Sachen. Jemand, der zum Beispiel eine COPD hat, der hat ganz häufig das Problem, die erste Einschränkung, die entsteht, ist, dass er sich gar nicht mehr vom Oberkörper richtig drehen kann. Die Rotation in der Wirbelsäule wird eingeschränkt. Dazu kommen dann noch weitere Sachen, dass zum Beispiel die Gelenke hinten an der Wirbelsäule irgendwann verkalken, die wollen sich gar nicht mehr richtig bewegen. Und das sind eben alles Dinge, die können wir verbessern. Und dann wird auch die Lunge wieder besser, dass wir wieder mehr Luft bekommen. Dafür machen wir jetzt mal drei super Übungen. Die erste ist im Sitzen. Die kannst du mit mir gemeinsam direkt mal mitmachen. Nimm mal die Hände hoch, mal Richtung Himmel und greif mal richtig weit hoch, so weit wie du kommst. Du darfst dich richtig schön lang machen, okay? Wenn du jetzt hier angekommen bist, weiter nicht mehr kommst, dann atme mal tief ein. Und noch länger machen und aus. Und nochmal richtig weit hoch, Nase einatmen. Und so weit wie du kommst nach oben greifen. Und wieder ausatmen. Und ein letztes Mal, nochmal richtig weit hochgreifen und tief durch die Nase einatmen. Und wieder runter und Arme wieder runter, locker und ausatmen. Jetzt machen wir die Rotation von der Wirbelsäule. Dafür kannst du dich gerne mal an der einen Seite festhalten. Ich mache es jetzt zuerst nach links. Linke Seite halte ich mich fest. Mit der rechten Seite greife ich mal zur linken Seite rüber und versuche mal etwas aus dem Schuhregal, vom Nachbarschrank oder. Versuch mal darüber zu greifen, so weit wie du kommst. Und dreh deinen Körper dabei mit, so weit wie du kommst. Okay? Wenn du da angekommen bist, dann wieder atmen. Nase ein und aus. Und beim Ausatmen noch weitergehen. Nochmal einatmen und ausatmen und noch weiter. Letztes Mal. Einatmen und ausatmen und noch weiter. Okay, kommen wir wieder zurück. Andere Seite. Rechte Seite hält sich an der Seite fest. Ich halte mich jetzt mal an meinem Bein fest. Linke Seite greift mal zur rechten Seite rüber. Versuch mal was von drüben zu holen. Versuch mal das Fenster aufzumachen. Du greifst so weit rüber, wie du kannst. Okay? Jetzt Nase einatmen. Und ausatmen. Und noch weiter greifen. Nochmal einatmen. Und noch weiter greifen. Ein letztes Mal, drittes und letztes Mal. Nochmal durch die Nase einatmen. Und weit rüber greifen. Ja, super. Nimm mal deinen Arm wieder zurück. Komm wieder nach vorne. Richte dich auf. Atme mal tief durch. Super, das ist die erste Übung. Gerne kannst du das mehrfach in der Woche machen. Mach das so, wie das angenehm für dich ist. Du sollst dich dabei natürlich nicht zerreißen. Ganz klar, mach das so, wie das angenehm für dich ist und in dem Spektrum, wie du das machen kannst. Man kann das sonst auch in anderen Positionen machen. Dass du es zum Beispiel im Liegen machst und dich dann mal nach oben hinstreckst, zum Beispiel im Bett. Das ist dir freigestellt und mach das so, wie das für dich am angenehmsten ist. Mit der nächsten Übung wollen wir jetzt mal alle Gelenke, die an der Wirbelsäule dran sitzen, die wollen wir jetzt mal öffnen, die wollen wir mal lockern, die wollen wir mal wieder entspannen. Dafür machen wir eine ganz einfache Übung mit einer Rolle. Dafür kannst du dir am besten einfach eine ganz normale Decke einfach zusammenrollen und dann ins Bett legen oder auf eine Gymnastikmatte, so wie es einfach für dich am besten und angenehmsten ist. Dann setz dich mal so auf, dass ganz bisschen nur dein Becken drauf ist, dass du ganz leicht nur auf dieser Rolle sitzt. Und dann lehn dich mal zurück, leg dich mal auf den Rücken
Und du wirst schon merken, dass deine Schultern frei sind, die hängen in der Luft. Jetzt stell mal dazu noch deine Beine an. Wenn du hier angekommen bist, das ist ganz wichtig, dass du die Beine dazu anstellst, weil jetzt deine Bauchmuskulatur schön entspannt ist. Und jetzt leg mal die Arme zur Seite hin ab. Dadurch, dass deine Schultern jetzt frei sind, werden die nach unten hingeschoben. Die haben noch mehr Spielraum als deine Wirbelsäule. Die ist ja jetzt unterlagert. Und dadurch wird jetzt dein Brustbein nach hinten gezogen. Alles wird geöffnet. Und in der Position atme jetzt mal. Wieder durch die Nase ein. Und aus. Nochmal tief ein und aus. Konzentriere dich auf deinen Bauch. Wenn du einatmest, Bauchdecke hebt sich. Ausatmen, Bauchdecke senkt sich. Mach das ohne Zwang. Wir wollen die Muskulatur lösen, wir wollen sie lockern. Dafür musst du natürlich entspannen, loslassen können. Und ein letztes Mal. Und aus. Gerade auch wenn du Problematiken, zum Beispiel im Rücken oder im ISG-Bereich hast, also Becken, Steißbeinbereich beispielsweise. Das ist eine ganz tolle Übung. Probier dich da natürlich aus. Wenn du enorme Schmerzen dabei hast, dann kann es sinnvoll sein, das einmal abklären zu lassen oder gegebenenfalls einmal mit einem entsprechenden Therapeuten oder Arzt zu besprechen. Okay, und wenn du sowieso schon deine Rolle hier gefaltet hast, dann kannst du die gleich weiter benutzen. Wir wollen das Zwerchfell mobilisieren, wir wollen es kräftigen. Das ist ein ganz wichtiger Muskel. Und dafür leg dich mal einfach da drauf, sodass dein Bauchbereich auf dieser Rolle liegt. Du kannst natürlich noch was Härteres benutzen, aber wir alle haben irgendwo eine Decke zu Hause rumliegen, die wir gerade nicht brauchen, und dann kannst du die einfach mal dafür benutzen. Leg dich mal da drauf, dass sie nur auf deinem Bauchbereich ist. Deinen Kopf kannst du ganz entspannt ablegen und atme jetzt mal in den Bauch, wie eben bei der Übung zuvor, und konzentriere dich drauf. Einatmen durch die Nase. In den Bauch, ausatmen, Mund. Und du wirst merken, da ist ein Widerstand. Konzentriere dich auf den Widerstand. Nochmal, einatmen, Nase, in den Bauch. Ausatmen, Nase, langsam. Okay, jetzt machen wir einen Stopp da rein. Einatmen, Nase. Stopp, Luft halten, gegenspannen, gegen die Decke, ausatmen, langsam, Nase. Noch einmal, einatmen, Nase. Halte die Spannung gegen die Decke, 3, 2, 1 und locker lassen, langsam durch die Nase wieder ausatmen. Letztes Mal. Nochmal. Nase ein. Spannung halten. 3, 2, 1. Ausatmen, Nase. Mal locker lassen. Das ist eine großartige Übung. Auch wenn wir nicht alles richtig beeinflussen können und einige Dinge müssen wir einfach hinnehmen, die Sachen, die wir beeinflussen können, da können wir auch positiv drauf einwirken. Den Körper aufzudehnen, unserer Lunge wieder mehr Leistung zu geben, über Atemübungen, über Dehnübungen, über Bewegungen, das ist was Großartiges. Und da möchte ich mit dir hinkommen, dass du aktiv daran was machen kannst. Die Lungenregeneration, die geschieht von alleine, wenn wir eben Risikofaktoren ausschließen. Aber alles andere, da können wir gemeinsam mit zusammen einwirken. Und ich hoffe, ich kann dich damit weiterhin auf diesem Weg begleiten. Abonniere sehr gerne meinen Kanal. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Nico.